Am letzten Sitzungstag im Bundestag wiederum hat die AfD noch ein ganz wichtiges Gesetz verhindert, das darüber abgestimmt wurde. Und kaum jemand hat darüber berichtet. Das gucken wir uns nämlich genau an. Das ist das sogenannte Energieeffizienzgesetz von der Regierung. Und ja, dazu muss man direkt sagen, das Ganze wurde im April nämlich schon vom Bundeskabinett abgesegnet, sprich Christian Lindner, FDP, haben da natürlich auch wieder einen Haken hintergesetzt. Das ist ganz toll. Und ich habe verschiedene Videos darüber gemacht, über die Situation, was von der EU aus hervorgeschrieben wird. Fit for 55, also fit für 55. Und das ist bezogen darauf, dass wir in unseren Häusern gewisse Energiestandards, Effizienzstandards einhalten sollen. Das heißt, die EU-Sanierungspflicht hängt damit zusammen. Bedeutet, dein Haus darf nur noch so und so viel Kilowattstunden pro Quadratmeter verbrauchen. Darüber reden wir heute. Mein Name ist Olli. Moin zusammen und gerne ein Abo dalassen an dieser Stelle. Es ist wirklich ganz, ganz interessant, denn man bekommt solche Sachen nur mit, wenn man Twitter aktiv ist, hier bei YouTube. Ein YouTuber wie ich berichtet darüber. Oder man sucht halt wirklich proaktiv nach solchen Informationen, was hier abgegangen ist. Denn in der offiziellen Presse heißt es, dass die AfD eine Gesetzesabstimmung im Bundestag behindert hat. Oder sie haben den Hammelsprung verlangt und damit die ganze parlamentarische Grundordnung ad acta gelegt. Was weiß ich, wie sie sich da alle ausdrücken in der Presse. Die Wahrheit aber sieht ein bisschen anders aus. Wir haben exakt 736 Bundestagsabgeordnete. Einige von denen sind früher in den Urlaub gegangen. Ihr habt richtig gehört. Die haben den Plenarsaal vorzeitig verlassen, obwohl von der AfD auch schon angekündigt wurde, falls das passieren sollte heute an diesem Sitzungstag, werden wir hingehen und versuchen, die Beschlussfähigkeit in Frage zu stellen. Denn um eine Beschlussfähigkeit des Bundestages zu haben, deswegen oftmals werden ja Gesetze auch abends um 22, 23 oder gar um 1 Uhr nachts durchgewunken, im wahrsten Sinne, wenn dann vielleicht von den 736 Abgeordneten nur noch 100 da sitzen. Ich habe vor Jahren auch schon Videos darüber gemacht, wirklich ganz, ganz unangenehme, undemokratische Situation, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich nach so vielen Stunden nicht mehr da. Viele sind halt irgendwann auch so erschöpft, müssen nach Hause, möchten schlafen und so weiter. Aber manchmal kommt dann sowas raus und generell muss dann der Bundestagspräsident erstmal hingehen und die Beschlussfähigkeit des Bundestages feststellen. Das kann der machen, indem der sich so umguckt und sagt, ja, da sind die Hälfte der Abgeordneten da. Und ich erinnere mich gerne an eine Situation zurück, wo eine ehemalige Bundestagsvizepräsidentin nämlich bei, ich habe damals ein Bild gemacht, ein Screenshot und habe die nummeriert und durchgezählt. Es waren irgendwas insgesamt um die 92 oder 120, irgendwie sowas um die Kante Abgeordnete dort, irgendwann freitags abends um 22, 23 Uhr und guckt so, ja, wir sind beschlussfähig, würde ich sagen. Und daraufhin, genau wie auch jetzt, hat die AfD gesagt, ja Moment mal, wir glauben das nicht, dass hier die Hälfte der Abgeordneten da sind, die für die Beschlussfähigkeit notwendig sind. Bei 736 braucht man mindestens einen mehr als die Hälfte, sprich 369. Erst dann ist die Beschlussfähigkeit gegeben. So, und die kann anhand von Paragraphen 45 Absatz 3 Satz 1, jetzt weiß ich ihn auch, im letzten Video war ich mir nicht ganz sicher, dann die Beschlussfähigkeit in Frage stellen und dann wird der Hammelsprung gemacht. Und der Hammelsprung bedeutet, durch drei Türen müssen die Abgeordneten durchgehen und werden gezählt. So, und dann wurden sie gezählt und es waren natürlich zu wenige da. Es waren exakt 241. Das, was die AfD getan hat und ihr jetzt so ein bisschen vorgeworfen wird, stark in der Presse, warum sie das Ganze verhindert hätten. Erstmal der Hammelsprung generell, wie gerade eben geschildert. Und im Zweiten auch noch die Situation, dass sie selber erst später reingekommen sind wieder in den Bundestag. Da sagte dann die Özogus, das ist die Sitzungsleiterin, sprich die Bundestagsvizepräsidentin, denn die AfD-Mitglieder, Zitat, es kommen jetzt Mitglieder der AfD rein, die nicht teilgenommen haben am Hammelsprung, um nicht gezählt zu werden, nehme ich an. Das ist natürlich wirklich nicht gerade ein parlamentarisches Verhalten, das sie hier an den Tag legen. Also man hat es wirklich unbedingt verhindern wollen von der AfD aus, mit denen kann man definitiv jetzt böse ankreiden, sage ich mal, dass sie sich nicht zusätzlich plus diesen 241 haben zählen lassen, sondern haben gesagt, wir warten das ab, damit wir sicher gehen, damit auf keinen Fall 369 da sind. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die anderen Parteien dann natürlich wild anfangen zu telefonieren, E-Mails zu schreiben und versuchen, die Leute, die schon im Urlaubsflieger quasi sitzen, auf dem Weg in den Urlaub sind, im Flugzug sitzen oder sonst wo, ich meine natürlich mit dem Lastenrad auf dem Weg nach Hause sind, ist ja klar,
dass man die versucht wieder zurückzuholen, um genug Leute zu haben, um die Beschlussfähigkeit gewährleisten. So, und das haben sie offensichtlich nicht geschafft, waren nur 241. Dass jetzt wiederum der AfD vorgeworfen wird, ja, Moment, wir haben ja jetzt hier zu wenig Leute, das ist die AfD schuld, ist schwachsinnig. Das kann nur jemand sagen, meiner Meinung nach, der in Mathe gefehlt hat. Denn 241 plus 78 Abgeordnete sind es ganz genau, wenn es alle da gewesen wären von der AfD. Da kommt man aber immer noch lange, lange nicht auf 369. Also da fehlen noch ein paar. Also von daher ist dieser Vorwurf absoluter Schwachsinn und aus der Luft gegriffen, wie ich finde. Und ist es nicht absolut unsäglich? Wir als Bürger bezahlen diese Abgeordneten im Bundestag allesamt und jemand, der jetzt zum Beispiel seinen Abgeordneten hier im Wahlkreis hat und weiß dann, ja, der ist jetzt früher nach Hause gefahren und da waren wichtige Abstimmungen. Pro oder Contra sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass das Gesetz kommt oder ich hätte mir gewünscht, dass das nicht kommt. Ja, der war halt einfach mal früher im Urlaub. Das war jetzt nicht was Unwichtiges oder so. Das war ein verdammt großes, wichtiges Gesetz, über das hätte abgestimmt werden sollen. Das Ganze wird jetzt verschoben. Das wird jetzt verschoben auch auf die Zeit nach der Sommerpause. Und das muss man sich ja auch reinziehen. Klar, die arbeiten natürlich, die sind jetzt alle im Wahlkreis unterwegs und arbeiten jetzt 2 Monate im Wahlkreis. Also jeder hat Urlaub verdient, gar keine Frage. Wer arbeitet, hat Urlaub verdient. Und die Relation finde ich aber so krass. 2 Monate finden jetzt tatsächlich nichts statt im Bundestag. Gar nichts. Da wird jeder Lehrer mit 6 Wochen Sommerferien neidisch bei diesen 2 Monaten. Oder sehe ich das falsch? Also das ist schon eine krasse Entwicklung, die sich hier auftut. Und nochmal dieses Gesetz, um es euch in Erinnerung zu bringen, Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes. Das wird uns definitiv noch begleiten, Leute, sei es hier in meinen Videos über die Abstimmung oder und natürlich die Situation, dass wir darüber sprechen werden, was das eigentlich konkret bedeutet. Das dürfen wir dann irgendwann nicht mehr in unseren Wohnungen wohnen und in unseren Häusern, wenn wir diese gewissen Wunschenergiestandards nicht einhalten? Ist das das Ziel? Ist das der Wunsch, um den es hier geht? Ich frage allen Ernstes, was das hier noch soll. Und man muss hier wirklich meiner Meinung nach ganz klar der Alternative Dank aussprechen, dass sie wieder mal ein Gesetz, was sich komplett gegen den deutschen Bürger richtet und überhaupt jeden Eigentümer und auch jeden Vermieter und auch jeden Mieter in Deutschland richtet, weil das mit so immensen Kosten verbunden ist. Guckt euch mein Video dazu an, das ist wirklich ein ganz, ganz unsäglich krasses Ding. Wenn das so kommt, dann sind wir wirklich bei den 200.000-300.000 Euro pro Haus ohne die Wärmepumpe, nur für die energetische Sanierung. Und das ist ja noch viel mehr. Ich habe das jetzt die ganze Zeit im Video auf den privaten Bereich, also auf Häuser, Wohnhäuser bezogen. Das betrifft aber auch CO2-Ausstoß beispielsweise, der limitiert werden soll, nämlich bis 2030 anstatt 36 bis 41 Millionen. Glaube ich, waren es, runtergesetzt auf 15. Also man möchte das hier drastisch reduzieren, was möglich ist. Und was bedeutet das für die Industrie? Richtig, Umsatzeinbußen, weil sie nicht mehr produzieren können und dürfen. Also das Ding ist ein ganz, ganz umfangreiches Teil und ganz gefährlich. Schreibt eure Meinungen rein, jetzt lasst ein Abo da, haut rein, bis zum nächsten und ciao.